Mann, mir ist echt langweilig. Was kann man denn in Ferien alles so erleben? Vielleicht finde ich ja irgendwie ein paar gute Ideen hier im Internet. Hanna, was machst du denn da? Schon wieder im Internet surfen? Oh, du machst den ganzen Tag nichts anderes. Ach, das stimmt doch gar nicht, Emma. Ich gucke nur gerade, was man alles so in Ferien erleben kann. Also Ideen gegen Langeweile. Vielleicht finde ich ja irgendwie was. Ich will irgendwie was anderes machen. Das ist doch toll, du hast nichts zu tun. Dann kannst du doch mit mir zusammen spielen. Komm mit, wir spielen Prinzessinnen. Ja, okay, ich komme. Okay, Emma, dann spielen wir mit deinem Prinzessin-Schloss. Und hast du auch schon eine Idee, wie die Geschichte hier ablaufen soll? Also ich bin natürlich die Prinzessin, Prinzessin Emma, so wie immer. Und du bist meine Schwester, so wie in echt. Okay, Emma, aber leider siehst du gar nicht aus wie eine Prinzessin. Ich weiß, ich stelle mir das dann immer im Spiel so vor. Oh, schade, ich wäre gerne Prinzessin, eine echte. Ich habe eine Idee. Lass mich das mal machen. Also hier noch festdrücken und hier noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich bin fertig. Komm mit, Emma, schau dich mal im Spiegel an. Du siehst toll aus. Oh, was ist das? Kein Prinzessinnenkleid, aber ich habe so einen Anzug, cool, und da sind Sterne drauf. Und was ist denn das für eine Mütze? Gefällt mir auch ganz gut. Oh, danke, Hanna, ich sehe ganz anders aus. Richtig toll. Habe ich gerne gemacht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh Mann, Emma, wie siehst du denn aus? Bist du jetzt ein Busfahrer geworden oder was? Oh, Julian, halt dich zurück. Sie ist kein Busfahrer. Sie ist eine Prinzessin. Das sieht man ja wohl. Ja, warte, warte. Also entweder Busfahrer oder Bäcker. Oh, komm, Emma, wir gehen rüber. Wir müssen uns das nicht anhören. Julian, du spinnst wieder rum. Okay, dann kannst du jetzt losgehen. Ich bin jetzt die richtige Prinzessin und du bist Prinzessin Hanna, meine Schwester. Und dann, wie geht's weiter? Und in dem Prinzessinnenschloss findet eine Modenschau statt. Was hältst du davon? Ach, dann will ich ja mal klopfen. Hoffentlich empfängt mich Prinzessin Emma. Prinzessin Emma, ich glaube, es ist jemand an der Tür. Ich werde mich darum kümmern. Da bin ich doch mal gespannt, wer zu Besuch kommt. Ja, Sie wünschen? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin die königliche Modeberaterin und ich bin hier wegen Prinzessin Emma. Ich habe feinste Seide mitgebracht, ganz tolle Gewänder, alles für Prinzessin Emma. Oh, das wird Sie sicherlich freuen. Dann kommen Sie mal rein. Prinzessin Emma, darf ich Ihnen die neueste Mode vorstellen, die neue Sommerkollektion? Aber selbstverständlich doch, tolle Sachen sind das. Was ist das für ein Lärm? Oh, jetzt reicht's aber mit diesem Prinzessin-Schloss hier. Das kommt jetzt raus. Weg damit! Och, Julian, wir sind mitten im Spiel. Du hast die ganze Geschichte kaputt gemacht. Hanna, weißt du was? Das ist mir sowas von egal. Das hat nichts in meinem Zimmer zu suchen, damit das klar ist. Und was ist jetzt mit Emma los? Bist du irgendwie ein Schleimmonster oder sowas in der Art? Bitte was? Ich bin Prinzessin Emma. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich steck dich ins Gefängnis. Oh Mist, Emma, dein Kleid ist total zerlaufen. Ich habe das ja aus Knete gemacht und jetzt ist alles kaputt. Schade. Also, damit das klar ist, das hier ist die Zimmergrenze und darüber darf das Prinzessin-Schloss nicht hinaus, damit das klar ist. Ja, ist ja gut, wir haben es verstanden und jetzt hau Oh ab. ja. Ihr könnt jetzt beide aus meinem Zimmer rausgehen, mein schönes Kleid. Oh. Oh, na toll, jetzt ist Emma auch auf mich sauer. Alles nur deine Schuld, Julian. Wo wollt ihr zwei denn hin? Ich wollte gerade zu Emma. Oh, also Mama, das würde ich mir zweimal überlegen. Prinzessin Emma ist heute ziemlich schlecht gelaunt. Oh, ich wollte gern Prinzessin sein und jetzt ist alles futsch. Oh, ich finde das richtig doof. Und keine Prinzessin würde jemals ein Kleid aus Knete tragen. Oh, das macht doch keine Prinzessin. Alles in Ordnung bei dir, Emma? Was ist denn los? Guck dir das doch mal an, Mama. Mein ganzes Kleid ist hinüber. Ach herrje, lass mal sehen, Emma. Also ein Knetkleid, das ist wirklich nichts für eine Prinzessin. Ich finde es einfach richtig blöd. Ich habe kein großes Prinzessinnenschloss. Ich muss immer mit dem Kleinen spielen. Und ich bin auch keine richtige Prinzessin. Und nicht das wie bei einem Prinzessinnenschloss. Ach, Emma, ich weiß, was du meinst. Vielleicht können wir ja dein Zimmer ein bisschen umgestalten, Dass es ein bisschen mehr aussieht wie ein Prinzessinnenschloss, oder? Oh, das wäre spitzmäßig. Am besten das ganze Haus. Alles soll aussehen wie von einer Prinzessin. Okay, ich werde das mal mit Papa besprechen. Vielleicht hat er ja eine Idee, wie wir das Ganze ein bisschen umgestalten können. Okay, Martin, also folgendermaßen. Emma möchte gerne, dass ihr Zimmer ein bisschen mehr aussieht wie von einer richtigen Prinzessin. Und das können wir vielleicht ein bisschen umgestalten. Also ich hätte nichts dagegen, wenn sie ihr Zimmer umgestalten möchte. Ich kann auch helfen, gerne. Vielleicht ist es auch nicht nur ihr Zimmer. Wahrscheinlich will sie das ganze Haus hier in so einem Prinzessinnen-Look haben. Ja, wieso auch nicht? Martin, jetzt machst du vielleicht noch Scherze, aber ich glaube, das will sie wirklich. Sie möchte, dass unsere Luxusvilla ein Prinzessinnenschloss wird. Ja, super Idee. Die ganze Luxusvilla wird hier einfach so in rosa gestrichen. Warum auch nicht? Na gut, ich glaube, Martin ist nicht so ganz davon überzeugt. Oh, das ist die Idee. Die ganze Luxusvilla rosa streichen. Ja, wie bei meinem Prinzessinnenschloss. Papa findet das, glaube ich, auch gut. Hat er gerade gesagt. Ich gehe mal in die Garage. Da sollten wir noch Farbe haben, weil das Schlafzimmer von Mama und Papa ist ja auch pink. Perfekt.
Ich habe einen Eimer mit Farbe und auch einen Pinsel. Das sollte reichen. Kriege ich hin. Wie mein ist das? Hm? Wo sind denn auf einmal alle hin? Interessiert wohl keinen, was ich hier mache. Also Mama und Papa, das ist Musical.ly. Dazu kann man tanzen. Wusstet ihr das? Oh, also an eurer Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtig. Sonst packt das Anna noch ins Internet rein und dann ist es peinlich, so wie bei mir letztens. Oh, Julian, hör doch auf, so Gerüchte zu verbreiten. Also, wenn ihr ein Video machen wollt, Mama und Papa, dann stelle ich das nicht ins Internet. Wirklich nicht. Also hat ja eh keiner was dagegen. Papas okay habe ich ja. Dann kann ich ja mal loslegen. Direkt hier die Hauswand anmalen. Ich weiß ja nicht. Also für mich ist das nicht dieses Musical.ly. Ich guck mal nach Emma. Emma, Emmalein, Schätzchen, Prinzessin, wo bist du denn? Also Fernsehen guckt sie auch nicht. Komisch. Wo steckt sie denn? Ach du Schreck, ist die Tür ja auch... Emma, wo bist du? Oh, nicht, dass sie abgehauen ist. Emma! Keine Panik, Papa. Ich bin ja wieder da. Ich muss nur noch einen Eimer Farbe holen. Da war doch noch einer in der Garage, oder? Ja, aber warte mal, Eimer Farbe. Was hast du da draußen gemacht, junge Dame? Oh, das muss ich mir jetzt ansehen. Leider. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Warum nur in Pink? Oh, ich glaube, Papa mag die Farbe nicht so gern. Aber ich finde Rosa so schön.